Hi Leute, heute habe ich mal wieder ein Quick-Tipp-Video für euch. Ich mache das total gerne oder ich mag diese Quick-Tipps-Videos sehr, sehr gern, weil ich oftmals so Tipps habe, wo ich mir denke, oh, das will ich euch unbedingt weitergeben, aber für ein langes Video ist es irgendwie zu wenig und deswegen finde ich diese Quick-Tipps total genial. Und ich habe heute zwei zusammengefasst und der erste handelt sich um Concealer. Und ich denke, vielleicht wissen es einige von euch, ich benutze normalerweise immer den Reval de Loop Concealer Natural Touch in der Farbe 02. So sieht der aus, der kostet ca. 1,99 Euro, bei Rossmann gibt es den. Und den mag ich deswegen so gerne. Ich habe nämlich viele andere Concealer auch, oder es ist viele andere, zum Beispiel Max Studio Finish Concealer oder die Catrice Camouflage, die super von der Deckkraft sind und die ich sehr, sehr gerne mag, aber sie sind nicht rosastichig. Und der ist rosastichig und deswegen mag ich den so gerne, weil meine Haut und mein Teint einen sehr rosanen Unterton hat. Und wenn ich einen Concealer benutze, der zu gelbstichig ist, dann sieht das nicht so gut aus auf der Haut. Und ich muss unglaublich viel verblenden, damit sich das schön in mein Hautbild einfügt. Und das ist ein Concealer, der passt perfekt zu meinem Hautton. Und ich mache ein bisschen so und dann passt es schon. Deswegen liebe ich den über alles. Und habe den auch schon nachgekauft und finde den einfach nur große, große Klasse. Die Deckkraft ist okay für mich, ist bestimmt nicht für jeden ausreichend. Für mich ist sie okay, ich würde sie als mittel bezeichnen. Jetzt war folgendes, der Rossmann liegt bei mir nicht so günstig wie der DM. Und der war jetzt schon länger, schon fast leer. Ich kratze wirklich immer noch so aus, um den letzten Rest rauszukommen, weil ich ihn eben so gern mag. Und ja, dann habe ich gedacht, boah, fahre ich jetzt zu Rossmann und bis ich dahin tucker und wir haben mir gedacht, jetzt gehe ich mal zu Müller und gucke, ob ich nicht doch eine Alternative finde dazu. Und ich habe sie gefunden und wollte euch den Tipp weitergeben, weil ich denke mir, manche haben vielleicht keinen Rossmann von euch in der Nähe oder überhaupt gar keinen Rossmann oder ihr müsst ewig fahren. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich suche für euch eine Alternative aus der Drogerie, beziehungsweise die bekommt ihr Müller oder im DM. Ich denke, das hat jeder irgendwo. Und zwar ist das von Manhattan der Wake Up Concealer. Der sieht so aus. Und das ist auch die Farbe 2. Und der ist auch rosastichig. Und der ist perfekt. Also der ist ein bisschen flüssiger als der andere. Man kann ihn aber unglaublich gut schichten. Also ich mache das meistens so bei den Augenringen. Ich mache eine Schicht drauf, tupfe sie ein, lasse kurz antrocknen und dann gebe ich die zweite drüber und dann ist es perfekt, genauso für andere Rötungen. Aber der ist auch unglaublich schön leicht. Man kann den auch irgendwie großflächiger auf den Wangen verteilen, was jetzt auch mit dem Reval de Loop Concealer möglich war und was ich gern gemacht habe, anstatt Foundation einfach so auf der Wange den Concealer verteilen und einblenden. Funktioniert prima auch mit dem und der hat angeblich noch lichtreflektierende Pigmente drin. Merkt man auch ein bisschen, er ist nicht ganz so matt oder wie ich sagen soll, er sieht sehr lebendig auf der Haut aus. Ich mag den sehr, sehr gerne. Er ist ein bisschen teurer, er kostet 3,45 Euro, habe ich bei Müller bezahlt, aber er ist wirklich, wirklich absolut vergleichbar mit dem Reval de Loop Concealer. Der hat meiner Meinung nach noch ein bisschen eine bessere Deckkraft als der hier. Aber er ist eben von der Rosastichigkeit sehr ähnlich. Der ist noch von Reval de Loop einen Ticken mehr rosastichig als der. Aber der ist schon auch perfekt. Also ich bin da wirklich sehr anspruchsvoll. Und der funktioniert ganz, ganz toll. Und ich bin super begeistert. Ich mag den super gerne. Fast noch ein bisschen lieber als den, weil der einfach noch leichter ist. Gerade jetzt im Sommer. Im Winter vielleicht wieder den, aber im Sommer ist er perfekt. Und ja, große Klasse. Also wenn ihr keinen Schlecker, sag ich schon, wenn ihr keinen Rossmann habt, dann guckt euch bei Manhattan um nach dem Wake-Up-Concealer in der Farbe 02. Und was ich noch sagen wollte, ist, ich bin jede Theke abgelaufen, von L'Oreal über Max Factor, über Catrice, über Essence, jede Theke. Es gibt keine rosastichigen Concealer. Es ist der Wahnsinn. Und wenn es einen gibt, dass man denkt so, oh ja, das könnte rosastichig sein, dann ist das so dezent, dass es für meine Haut nicht genug ist, für meinen Hautton. Also es ist unglaublich schwer, alle sind gelbstichig, aber hier habe ich einen guten Fund gemacht und deswegen wollte ich euch das weitergeben, weil es eben nicht so einfach ist, so einen zu finden. Aber ja, guckt euch hier mal um bei den zwei Marken, ganz gut. Und dann habe ich noch einen Tipp für euch und zwar,
habe ich ganz lange überlegt, wegen der Naked-Palette, vor allem wegen der ersten, ob ich mir die holen soll. Aber ich bin jemand, ich sehe es eigentlich nicht ein, für Kosmetik so viel auszugeben. Und es war mir definitiv zu viel Geld. Die kostet ja irgendwie zwischen 40 und 50 Euro mit Versand und so weiter. War mir definitiv zu viel. Und ich habe unglaublich lange geschaut nach einem Dupe. Ich habe die Catrice, wie heißt die? Heißt die auch? Nee, die heißt nicht Naked. Die Catrice Nude Palette. Bin ich nicht so zufrieden. Ich finde sie okay, aber ich finde sie nicht so besonders. Und deswegen habe ich unglaublich lang geguckt und ganz viel gegoogelt und bin dann gestoßen auf Make-Up Academy. Und Make-Up Academy macht eben oder hat wirklich ein, ich würde sagen, nahezu 1:1 Dupe zur Naked 1 Palette. Ich besitze ja die Naked 1 nicht, deswegen konnte ich das selber nicht vergleichen, aber ich habe ganz viele Blogs gelesen und muss echt sagen, die Farben sind nicht immer 100% identisch, aber unglaublich ähnlich. Und dann habe ich mir die bestellt und zwar sieht die so aus. So sieht die aus. Die ist außen schwarz und innen sind die Farben aufgereiht in zwei Reihen. Und die heißt Underdressed, heißt die Palette. Und die Farben, ja genau, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Farben. Und dann habe ich mir gleich noch gedacht, es gab eine Underdressed Me Too Palette und es soll ein Dupe sein zu Naked 2. Ich habe auf Blogs gelesen, dass die nicht ganz so gut ist wie die Underdressed und dass die auch nicht so 1:1 ist zu Naked 2, aber trotzdem schön sein soll. Und dann dachte ich mir, komm, ich bestelle sie mir auch noch mit, dann habe ich beide und bin wirklich mit schönen Nude-Tönen ausgestattet. Und so sieht die zweite aus, die ist eben weiß. Und sind auch 12 Farben enthalten und die zwei habe ich mir bestellt. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wie die, ich kann euch jetzt die Farben eben nicht swatchen und sagen, hey, so sieht es aus bei der Naked und so hier bei der. Das kann ich nicht. Was ich euch aber sagen kann, ist, ganz unabhängig davon, sind es ganz tolle Paletten. Super toll. Es sind wirklich, ich habe jetzt hier 24 Farben. Und die gehen vom hellen Rosa ins Braun, ins Goldene, Kupfertöne, Blautöne, Schwarz, dann orangestichiges Kupfer, kühles Gold, kühle Brauntöne, warme Brauntöne. Es ist, also ich bin komplett ausgestattet mit den Tönen. Es sind sowohl matte als auch schimmernde Farben dabei. Die schimmernden sind durchweg gut pigmentiert, sehr gut pigmentiert, super butterig, ganz toll. Und die Matten sind fast alle gut pigmentiert. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe gezahlt für die Paletten zusammen 15 Euro inklusive Versand, was ich mega finde. Ich meine 15 Euro mit Versand und ich habe zwei Paletten. Ganz große Klasse. Der Versand hat ein bisschen länger gedauert. Der hat circa 1,5 Wochen gedauert. Aber mein Gott, ist auch nicht so dramatisch. Aber was ich euch einfach eben sagen wollte, sei es jetzt, wenn ihr ein Dupe sucht zu der Naked 1, da kann ich euch das empfehlen, die Underdress Palette. Und ihr zahlt halt irgendwie für eine Palette 4-5 Euro. Ich glaube, das kann man sich dann doch mal leisten, auch vom Taschengeld vielleicht oder so. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Und genau, also sei es, wenn ihr ein Dupe sucht oder wenn ihr einfach sagt, hey, ich schmink mich so gern mit Brauntönen und mit Kupfertönen und eben alles so in dieser erdigen Richtung. Und Gold mag ich auch ganz gerne. Dann schaut da auch mal rein und ich kann euch nur empfehlen, euch da dann eine Palette zu holen. Ich mochte oder mag die Sleek Paletten auch ganz gern. Da habe ich ja die Sleek Au Natural Palette. Aber die kommt nicht gegen die hier an. Gegen keine von beiden. Die Pigmentierung bei Sleek fand ich nicht so gut. Und die Farbtöne auch nicht so schön. Ich finde die hier so schön gewählt. Ihr habt, oh, also es ist der Wahnsinn. Ich zeige es euch mal nochmal vom Nahen. Aber ja, wenn ihr die Naked kennt, dann wisst ihr es ja. Also ihr habt wirklich Goldtöne, dann ins Rosafarben gehende, ein schönes Beige, ganz helle Töne, ein Blau ist mit dabei. Ganz toll. Und bei der anderen, bei der Underdressed Me Too, da habt ihr auch ganz tolle Beige-Töne, mehr ins Orangestichig gehende. Auch golden, kühleres Gold und dann hier unten zwei dunkle Farben. Der Wahnsinn. Und seit ich die habe, benutze ich viel lieber Lidschatten. Und ja, das war es eigentlich schon. Ich will euch gar nicht so viel mehr dazu sagen. Nur als Tipps, wenn ihr einen Dupe sucht oder eben wenn ihr einfach Bock habt auf schöne Paletten mit schönen Nude-Tönen. Ich finde, das sind auch super Geschenke. Ich habe mir wirklich überlegt, jetzt wo ich weiß, dass sie gut sind, das kann man
finde ich mega gut, einer Freundin zum Geburtstag schenken. Es ist nicht so teuer und die hat dann wirklich was davon. Also ich bin so begeistert, weil wenn ich das herschenken würde, ich wüsste, die Freundin, die hat eine Palette, die man jeden Tag benutzen kann, die man für abends benutzen kann, die ihr ewig halten wird. Und finde ich es einfach ja, super und gehört, finde ich, fast schon in jede Schminksammlung. Oder für die Mama, also ich überlege auch meiner Mama eventuell mal eine zu schenken und mitzubestellen. Ich finde die einfach klasse, ich finde, das sind tolle Geschenke, kann man echt super gebrauchen, für sich selbst oder für Freunde. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt zwei coole Tipps geben, einmal mit dem Concealer und mit den Paletten. Und falls ihr schon eine Palette habt von den beiden, schreibt es mir mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie ihr sie findet, ob ihr auch so begeistert seid wie ich. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin, tschüssi!